In ganz Dübendorf hängen seit dem Montag diese Plakate. Mit dem setzt die Stadt ein Zeichen gegen Vandalismus, Mobbing und Gewalt. Mit dem Slogan «Dübi schaut hin» fordert sie die Bevölkerung zu mehr Zivilcourage auf. Ich will jetzt wissen, was die Dübendorferinnen und Dübendorfer von dem halten. Ja, auf die Frage, ob ich mich sicher fühle in Dübendorf, muss ich sagen, ja. Also jetzt nie irgendetwas erlebt, wo irgendwie wer angegriffen wurde oder man mich unsicher gefühlt hat. Ich wohne gerade beim Bahnhof. Dort bei dieser Unterführung ist eigentlich immer gut ausgeleuchtet. Von dem her fühle ich mich sicher, ja. Grundsätzlich fühle ich mich sehr sicher. Ich hatte noch vor einem halben Jahr ein Erlebnis gehabt, wo jemand auf der Strasse zusammengehauen worden ist. Und da war es ein bisschen auffühlend. Ja, also wir sind ja nicht viel in Dübendorf, aber wir fühlen uns sicher. Ja, gross und ganz schon. Grundsätzlich schon, ja, hätte ich gesagt. Bis jetzt kein Erlebnis gehabt oder etwas, wo ich das Gefühl hatte, es ist kritisch, ja. Jetzt schon noch, ja. Aber in der Nacht, da habe ich auch ein Problem. Für in der Nacht ist es fängt gefährlich, wenn eine Frau allein unterwegs ist. Was sicher eben gerade in der angesprochenen Unterführung auf die Frage, was ich vom Vandalismus halte, dass dort viel Graffiti waren und so, und die haben wir jetzt wieder weggemacht. Für mich, aus meiner Sicht, ärgerlich für die Kosten, die entstehen, weil das schlussendlich wieder über die Steuern belastet wird. Aber sonst jetzt vom Stadtbild her oder so stört mich das weniger. Es ist eigentlich mehr der Kostenaspekt und dass Leute das wieder müssen wegmachen müssen, wo mich stört. Ich bin hauptsächlich im Innovationspark tätig und darum ist mir jetzt noch nicht gross viel aufgefallen. Vielleicht Bahnhofsumgebung gibt es ein paar Fälle, aber sonst ist mir nicht viel bekannt. Ja, das ist ein Problem. Also das sollte man unterbinden, auf alle Fälle. Finde ich nicht geil, wenn sie überall FCZ und GC anschreiben. Nein, das finde ich nicht cool. Vandalismus im Allgemeinen. Wir haben jetzt gerade einen Schaden in der Garage stehen, wie einem Rückkühler, weil irgendwelche Jungen immer dort rumhängen und den kaputt gemacht haben. Von dem her, das finde ich nicht so cool, nein. Hey, grundsätzlich ist Vandalismus auf jeden Fall ein Problem, weil schlussendlich verursacht es Kosten, es verursacht Leid je nachdem von anderen Leuten und es ist einfach ein unnötiges Ventil von denen, die das verursachen. Ich denke, da müsste man anders kanalisieren, wenn man in dieser Situation ist. Also ja, es ist ein Problem.